Liebe Studierende, wir befinden uns auf der Zielgeraden dieses Semesters, zumindest inhaltlich betrachtet, denn wir haben noch einen großen Block, wenn Sie so wollen, und das ist der Block rund um den Signifikanztest. Das ist unser Thema heute. Wir wollen heute die Idee eines Signifikanztests uns verdeutlichen und mit dem mathematischen, statistischen Vorwissen, was wir jetzt durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung und durch den zentralen Grenzwertsatz vor allem kennen, verbinden. Heute also die Idee, wie können wir letztlich uns entscheiden zwischen verschiedenen Annahmen über die Welt, zwischen verschiedenen Hypothesen per Signifikanztest. Wie kann ein Signifikanztest uns helfen? Und im besten Fall sehen Sie heute entlang des Videos durchaus schon einige Probleme des Signifikanztests. Aber Sie sehen vielleicht auch erstmal, was das für ein großer Fortschritt im 20. Jahrhundert war, dass wir den Signifikanztest so in dieser Form haben. Wir lernen kennen die sogenannte Nullhypothese, die von Ronald Fisher vor allem eingeführt wurde und damit verbunden den P-Wert. Die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Daten zu beobachten oder noch extremere Daten zu beobachten, wenn die Nullhypothese wahr ist, wenn die wirklich zutrifft. Das schauen wir uns an. Wir schauen uns dann an den T-Test für unverbundene Stichproben, sprich für independent samples, wir können auch sagen für zwei Gruppen von Beobachtungen. Das ist somit der wichtigste Fall in der Praxis für einen T-Test und ein guter erster Signifikanztest, den man sich mal so im Detail anschauen kann. Genau, das ist eigentlich das, was wir uns heute in diesem durchaus sehr langen Video anschauen wollen. Wir enden dann auf der Idee, dass man diese Nullhypothese vielleicht auch um sowas wie eine echte Forschungshypothese oder die heißt dann auch oft Alternativhypothese ergänzen sollte. Das ist dann aber nicht mehr das Werk von Fisher, sondern der Beitrag von Neyman und Pearson. Bei Neyman klingelt es jetzt vielleicht, den Namen kennen Sie noch aus dem Video zum Konfidenzintervall und das ist genau der gleiche Neyman, der hat uns sozusagen eigentlich den Hypothesentest in seiner formalsten Form geschenkt und auch das Konfidenzintervall. Was wissen wir denn alles schon über so ein Stichprobenmittel? Auf diesem Slide jetzt nur ein paar Umformungen, die nochmal alles, was wir schon wissen, zusammenführen. Wir wissen, das Stichprobenmittel als Zufallsvariable betrachtet, steht in einem ganz bestimmten probabilistischen Verhältnis zum wahren Wert auf Populationsebene, zum wahren Parameter μ, der es hervorgebracht hat. Wir wissen nämlich, dass das Stichprobenmittel relativ zum wahren Wert, der es hervorgebracht hat, geteilt durch die Standardabweichung von so einer sogenannten Kennwerteverteilung, von der Verteilung aller möglichen Stichprobenmittel unter diesem wahren Wert, t verteilt ist. Das haben wir gelernt. Das war ja so eine quasi symmetrische Verteilung. Sieht eine Normalverteilung mit dem bloßen Auge, ist ja eigentlich nicht zu unterscheiden. Aber sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie, weil wir eben hier unten in diesem Ausdruck hier unten schätzen müssen, quasi zeichnet sich dadurch aus, dass eigentlich extreme Abweichungen von diesem wahren Wert eben doch häufiger sind. Und dadurch hat die T-Verteilung so letztlich so dicke Schwänzchen, dicke Tails. Das kann ich auch schreiben, wie hier nochmal gezeigt. Ich kann auch sagen, also alles, was hier jetzt passiert ist, dass unten dieser mathematische Ausdruck durch eine Art Kürzel, nämlich Standard Error, ersetzt ist. Ich kann also sagen, x² minus den wahren Wert μ geteilt durch den Standardfehler ist T verteilt. Und das, dieser Ausdruck, den kann ich auch heute als T-Statistik verwenden. Ich kann sozusagen für meine Daten eine T-Statistik ausrechnen. Das werden wir heute machen. Das wird heute im Mittelpunkt stehen. Deshalb steht hier auch schon was, was eigentlich noch nicht so richtig für uns Sinn macht, unter der H0 angenommenes μ. Dazu kommen wir gleich noch. Also das ist so ein bisschen, was wir heute kennen. Ich will Ihnen nur schnell zeigen, wie das wiederum in enger Verwandtschaft steht, durch eine ganz kleine Umformung. Alles, was ich gleich mache, ist, da hier ja ein Gleichheitszeichen ist, könnte ich ja auch sagen, ich schreibe das hier rüber und sage hier, dann ist eigentlich auch der Abstand zwischen meiner Mittelwertsausprägung und dem wahren Wert gleich
einen T-Wert mal den Standardfehler. Und das kommt Ihnen doch auch bekannt vor, richtig? Das kennen Sie wiederum aus dem Konfidenzintervall. Das war der Margin of Error. Wir hatten gesagt, der größtmögliche Fehler, den wir noch bereit sind, so zu akzeptieren, als wahrscheinlichen Fehler letztlich, das war einfach ein aus der T-Verteilung extrahierter Wert mal dem Standardfehler. Auf einem Slide also hier nochmal alles, was uns der zentrale Grenzwertsatz letztlich nur per Umform gibt. Wir hatten hier in der Mitte aber gesagt, unter der H0 angenommenes μ ist jetzt für die Idee eines Signifikanztests sehr wichtig. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir H0 sagen, nochmal kurz besinnen, was meinen wir eigentlich mit wissenschaftlichen Hypothesen. Und da ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem, was man als inhaltliche Hypothese bezeichnen könnte und dem, was sich dann in eine wirkliche Überprüfung, in einem Signifikanztest überführen lässt, eine sogenannte statistische Hypothese. Die sind natürlich eng verwandt. Ich forme statistische Hypothesen, hier unten in lila gezeigt, auf der Basis inhaltlicher Annahmen. Deshalb machen Statistikerinnen natürlich Forschung eben nicht allein, sondern umgekehrt ist es so, dass inhaltlich interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler statistische Methoden nutzen, um ihre Fragen zu beantworten. Eine inhaltliche Hypothese könnte sein, das ist schon eine sehr quantitative Aussage, die Mehrheit aller Menschen kann die Zunge rollen. Mehrheit steckt schon was Quantitatives drin. Wenn ich das überführe in eine statistische Hypothese, dann könnte ich sagen, ich mache hier eigentlich eine Aussage über das, was ich glaube, was auf Populationsebene gilt. Also nehme ich einen griechischen Buchstaben, in dem Fall groß Pi oder Pi, und sage, Pi, dieses Zungerollenkönnens, das heißt der Anteil auf Populationsebene für das Zungerollenkönnen, ist mindestens 50% oder ist größer als 0,5. Ja, das wäre, was Sie da unten sehen, eine statistische Hypothese, die enthält eine Annahme über die Population. Es ist jetzt so, dass wir sagen können, diese statistische Hypothese, wir würden vielleicht am besten voranschreiten in der Wissenschaft, wenn wir die letztlich attackieren würden. Das ist eine Idee, die alt ist. Das ist eine Idee des sogenannten Deduktivismus, zu sagen, ich leite aus dem, was ich so annehme über die Welt, eine konkrete Vorhersage ab über das, was jetzt, wenn ich eine Stichprobe ziehe zum Beispiel, passieren sollte. Und wer das wirklich formalisiert hat, war Karl Popper im 20. Jahrhundert. Der hat gesagt, dein Ziel sollte sein, dass wir die Daten X unserer, also er hat nicht von Daten X gesprochen im Übrigen, das sind jetzt wiederum meine Umformung von Popper, aber dass wir die Daten unserer Stichprobe nehmen, zeichnen wir mal mit X, um unsere Hypothese, also unser Modell der Wirklichkeit, unsere Vorstellung, wie die Welt wirklich ist, anzugreifen, zu falsifizieren. Deshalb hier diese Monster, eine Art Krieg der Welten, Monster-Raumschiffe, die sozusagen versuchen, ihre statistische Hypothese zu attackieren. Wie attackieren Daten eine Hypothese? Ja, wenn Sie mal kurz Pause machen und sich fragen, wie man den zentralen Grenzwertsatz dazu benutzen könnte, um eine Hypothese zu attackieren, dann kommen Sie vielleicht schon drauf, dass ja in dem zentralen Grenzwertsatz so eine Wahrscheinlichkeitsaussage drin steckte, nämlich, wir haben gesagt, das, was wir beobachten, die Statistik, die wir beobachten in unseren Daten X, die steht ja in einem Wahrscheinlichkeitsverhältnis zu einem bestimmten wahren Wert. Und das Ganze läuft jetzt so ein bisschen darauf hinaus zu sagen, wenn die sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind, unter dieser Hypothese, unter dieser Annahme über die Wirklichkeit, die wir in dieser statistischen Hypothese gerade formalisiert haben, dann sollten wir vielleicht diese statistische Hypothese verwerfen. Und das ist die Idee des Signifikanztests. Ronald Fisher hat etwa vor 100 Jahren, kann man sagen, formalisiert die Idee einer sogenannten Nullhypothese. Und die sollen wir versuchen zu falsifizieren. Und das ist auch die Hypothese, die Nullhypothese, die wir jetzt gleich einer echten empirischen Untersuchung
unterwerfen oder einem statistischen Test unterwerfen. Ob Karl Popper das genau so gemeint hat, sei mal dahingestellt. Denn was Karl Popper eigentlich meinte, ist, du sollst danach streben, das, was du momentan auf Basis deines heutigen Wissens als am wahrscheinlichsten hältst, deine wirkliche Annahme über die Welt, die sollst du versuchen zu falsifizieren, indem du dir selber überlegst, welche Daten müsste ich bekommen, um diese Hypothese wirklich herauszufordern, anzugreifen, zu verwerfen. Wir sehen gleich, dass Fischer als Nullhypothese erstmal oft auch langweilige Hypothesen, sage ich mal, so formuliert, an die er eigentlich als Wissenschaftler nicht unbedingt glaubt. Also wir können etwas böse auch sagen, die Nullhypothese fungiert leider oft als so eine Art Strawman, als so eine Art Strohpuppe, die man jetzt gleich versucht mit Daten zu attackieren. Aber vielleicht gehe ich hier auch ein bisschen schon zu weit oder zu wissenschaftsphilosophisch drüber hinaus. Nullhypothese. Was meint Fischer mit der Nullhypothese? Die Nullhypothese beschreibt üblicherweise in quantifizierbarer Weise, also es muss immer eine statistische Hypothese sein, Zustände keinen Unterschied, keinen Zusammenhangs auf Populationsebene. Ja? Fischer selber hat sehr viel, hat wichtige Jahre seiner Karriere, er war eigentlich Genetiker, kann man sagen, aber wichtige Jahre hat er in einer Forschungsstation verbracht, wo sehr viel so mit Saatgut geforscht wurde, also viel Genetik an Pflanzen letztlich gemacht wurde. Und da kann man sagen, Saatgut A und B unterscheiden sich nicht in der Fertilität. Also dieser Sack mit dem Saatgut A und der Sack mit dem Saatgut B sind im Prinzip dasselbe Saatgut, auch wenn sie sich chemisch vielleicht unterscheiden, haben dieselbe Fertilitäts-, also Fruchtbarkeitswirkung. Diese Annahme unterscheiden sich nicht, die hier drin steckt. Die würde man jetzt formalisieren als Nullhypothese oder zu sagen, diese beiden Stichproben entstammen derselben Population, haben denselben unbekannten Populationswert. Das sind Nullhypothesen. Oft, meist, sind diese Nullhypothesen sogenannte Punkthypothesen. Die machen also Aussagen über einen wahren Wert und sagen, der wahre Wert μ oder der wahre Wert Beta oder der wahre Wert Pi, also solche griechischen Buchstaben, die haben einen bestimmten Wert. Das ist eine Punkthypothese. Es wäre allerdings auch denkbar, Bereichshypothesen zu formulieren. So ein bisschen wie wir das gerade mit dem Anteil, den die Aliens dann da zerschossen haben, hatten, als wir gesagt haben, unsere inhaltliche Hypothese ist, der Anteil ist größer als 50%. Damit haben wir ja einen ganzen Bereich, damit sagen wir nämlich, der wahre Wert liegt zwischen 50 und 100%. Damit haben wir eine Bereichshypothese. Das ist allerdings selten. Und man darf jetzt nicht den Fehlschluss aufsetzen, weil Fischer das eine Nullhypothese nennt, dass der Wert, über den wir hier eine Hypothese aufstellen, der Wert dieses Parameters deshalb gleich Null sein muss. Der kann auch, wie wir gleich sehen, zum Beispiel 100 oder 2 sein. Aber das wäre dann trotzdem eine sogenannte Nullhypothese. Die Nullhypothese ist es deshalb, weil es quasi sozusagen so eine Art Grundannahme a priori der Datenerhebung darstellt, kann man das so sagen. Man kann das noch ein bisschen mal Ihnen versuchen, als eine Art Mengenlehre aufzuzeigen. Man kann sagen, wenn die Nullhypothese tatsächlich meint, μ, also der unbekannte Populationswert, ist gleich Null oder ein Unterschied auf Populationsebene zwischen zwei möglichen μs ist gleich Null, dann sprechen wir oft auch von der Nil-Null oder der Nil-Hypothesis, was so eine Art Unterscheidung ist. Ja, im Englischen kann man das Wort Nil quasi verwenden, um Null nochmal zu betonen oder uns auch akustisch deutlicher zu machen. Und deshalb sehen Sie in englischen Texten seltener mal die Nil-Null oder Nil-Hypothesis, was quasi ein Spezialfall aller möglichen Nullhypothesen ist. Die zeichne ich jetzt mal da drumherum in Orange. Nullhypothesen ganz generell, sehen Sie hier viele Beispiele unten, das sind alles Nullhypothesen. Wenn ich hier sage, also der unbekannte Populationswert wäre gleich 100. Populationsmittelwert ist genau 100. Punkthypothese, ich glaube, auf Populationsebene gilt der Wert 100. Also die Daten, die ich gleich erhebe, entstammen einer Population rund um den Wert 100.
Hier unten aber auch mal als ein weiteres Beispiel noch eine Bereichshypothese, dass ich sage, der Effekt steht jetzt hier mal, ist eine andere Verwendung, muss man noch schauen, warum man jetzt hier von Effekt redet. Da scheint es also wahrscheinlich um Unterschiede schon zu gehen. Aber sagen wir mal, der unbekannte Wert μ auf jeden Fall ist mindestens 20, ist größer 20, gleich 20 oder größer. Das ist eine Bereichshypothese, kann auch als Nullhypothese fungieren. Und Sie sehen, das sind also auch Nullhypothesen, aber keine Nil-Null-Hypothesis, weil Sie Werte hypothetisieren, die nicht genau Null sind. Okay? Macht statistisch aber überhaupt keinen Unterschied. Wir würden nachher erwarten, dass sich unsere Teststatistiken, das sehen wir dann, rund um diese hier jeweils hypothetisierten wahren Werte verteilen. In einer Nil-Null, also um Null, in einer Null-Hypothese, die 100 hypothetisiert und um 100. Die Logik des Signifikanztests möchte ich versuchen, ohne mich zu verschwurbeln, an einem eher unmathematischen Beispiel kurz zu machen. Wir sind jetzt bei Minute 16 und bei Minute 20 sollten wir mit diesem Beispiel fertig sein. Und dann kommt ein eher detailreicheres Beispiel, das machen wir dann an einem richtigen Gruppenvergleich, also am T-Test für zwei Stichproben, für zwei unabhängige Stichproben. Das hier ist jetzt noch viel einfacher. Das ist der, sozusagen, was wir jetzt anschauen, ist der absolute, der einfachste Signifikanztest, den ich machen kann. Sagen wir mal so. Und zwar stelle ich mir das so vor. Sie reisen als Wissenschaftlerin auf einen neuen Planeten. Sie haben keine Ahnung, was Sie dort erwartet, aber natürlich bringen Sie Annahmen mit, Hypothesen. Und zwar in Ermangelung irgendwelcher anderen Daten bisher, Sie fliegen ja zum ersten Mal auf diesen Planeten, ist Ihre Hypothese, wir können jetzt auch sagen, Ihre Nullhypothese, die Lebewesen dort sind, wie wir Menschen auch, im Schnitt 170 cm groß. Also Ihre Nullhypothese ist μ unbekannter Populationserwartungswert, Populationsmittelwert auf diesem neuen Planeten gleich 170. Das ist Ihre Hypothese. Jetzt erheben Sie Daten. Sie kommen an auf diesem neuen Planeten und erheben Daten zu Ihrer Fragestellung oder aus schierer Neugier heraus messen Sie die Körpergröße von neuen, Ihrer dort befundenen neuen Freundinnen und Freunde. Und daraus errechnen Sie eine Statistik, klassische Deskriptivstatistik eigentlich erstmal. Und Sie finden, diese neuen Freunde im Mittel sind 130 cm groß. Im Mittel. Also wären alle gleich groß, wären sie alle 130. Schwankt offensichtlich ein bisschen, wie wir auch in dieser Standardabweichung sehen. Da gibt es immerhin eine Standardabweichung von 10 cm. Sie können sich selber wieder überlegen, was das bedeutet, was Sie jetzt schon sagen können. Wir gehen mal davon aus, das ist so ganz schön verteilt, Körpergröße dort auch, aber rund um 130 cm. Wie bringen wir diese beiden Dinge, die Annahme, die wir hatten, und die Daten, die wir jetzt erhoben haben, zusammen? Wir können sagen, die Abweichung Ihrer Statistik, die Sie jetzt dort ausgerechnet haben, vom Warenwert, den Sie annehmen, geteilt durch den Standardfehler dieser Statistik, folgt ja einer bestimmten T-Verteilung. Richtig? Das ist sozusagen nochmal das, was uns der zentrale Grenzwertsatz schon gesagt hat. Meine Statistik befindet sich im Abstand zu dem wahren Wert, der sie hervorgebracht hat. Und das können wir kennen, wenn wir den Standardfehler kennen, weil dann wissen wir, dann sollte sich das T verteilen mit bestimmten Freiheitsgraden. Unter Ihrer Nullhypothese, jetzt sage ich es zum ersten Mal, Ihre Annahme, Ihre Nullhypothese, die Sie mitgebracht haben, war ja, der wahre Wert ist 170 cm. Jetzt können Sie sozusagen hier oben in diese Idee einer T-Statistik natürlich mal diesen wahren Wert so im Durchprobieren mal einsetzen und können sagen, was ergibt es denn für eine T-Statistik? Wenn Sie das aber tun, müssen Sie sich überlegen, was passiert denn gleich. Und jetzt kommt quasi wieder so eine falsifizierende, poppersche Logik hier rein, zu sagen, wenn dieser,
diese T-Statistik, die ich da gleich ausrechnen kann, letztlich aus dem, sagen einfach mal, dem Abstand zwischen meinem Kennwert, meiner Statistik und dem wahren Wert, wenn der extrem groß wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit dieses T-Werts ja eigentlich sehr klein, ja? Weil wir sagen, der folgt ja eigentlich einer T-Verteilung. Wenn der also extrem groß positiven Wert produziert oder auch extrem kleinen Wert, dann sind wir ja Fläche unter einer T-Verteilung, einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung, ist ja entspricht der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir dann also irgendwo ganz extrem, ich kann es hier im Video gar nicht mehr zeigen, mach mal so, hier draußen irgendwo landen, haben wir es ja mit sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten zu tun. Was mache ich dann? Dann verwerfe ich diese Nullhypothese. Dann sage ich einfach, das passt nicht zu dieser Annahme, mit der ich kam. Ich habe Daten beobachtet, die Daten sind die Daten, mit ihrem bestimmten Mittelwert. Unter der Annahme, dass dieses spezielle Mü, eine Population mit diesem wahren Wert, diese Daten hervorgebracht hat, ist sehr, sehr klein. Also entsprechend verwerfe ich diese Daten. Wir sind schon über Minute 20, das heißt, ich habe an dem Beispiel schon wieder zu lange geredet, aber das im Kern ist eigentlich auch schon alles, was ein Signifikanztest tut. Und dieser Schluss, den ich dann tun würde bei extremem T-Wert, extrem wäre noch zu definieren, aber bei sehr großem, sehr kleinem T-Wert, also der nicht nahe bei Null liegt, dieser T-Wert, verwerfe ich die Nullhypothese. Und was ich dann tue, ist eigentlich eine Illustration des sogenannten Modus Tollens. Die eine oder der andere kennt es vielleicht aus der Wissenschaftsphilosophie oder einfach auch aus dem Grundkurs Empirie, den wir im vergangenen Semester zumindest mit dem Psychologen gemacht hatten. Die Logik ging so: Wenn Nullhypothese wahr, dann Distanz, Statistik zu wahrem Wert klein. Ja? Wenn dies der wahre Wert ist. Das ist ein zentraler Grenzwertsatz. Der zweite Schluss ist dann aber, ich habe aber mit meiner Stichprobe jetzt eine große Distanz beobachtet zwischen meinem Kennwert, meiner Statistik und dem Mü. Und daher ist die Nullhypothese nicht wahr. Das ist ein gefährlicher Schluss und der kann auch falsch sein, wie wir noch sehen werden. Aber es ist eben eine Heuristik, nach der ich eine Entscheidung für oder gegen eine Nullhypothese, eine Hypothese überhaupt fällen kann. Wir können das noch ganz kurz sogar zu Ende spielen und können sagen, was wir jetzt hier auf diesem Slide gerade gesehen haben, diese Logik. Aus Stichprobe einen T-Wert ermitteln, relativ zu einem hypothetisierten Wert μ. Schauen, wie wahrscheinlich der ist. Wenn sehr unwahrscheinlich, lieber die Hypothese verwerfen, weil die Daten sind die Daten. Das wäre dann ein sogenannter Einstichproben-T-Test, wie ihn Fischer rauf und runter auch durchgeführt hat. Hier in dem Video lasse ich auch das Beispiel drin. Es macht aber ein bisschen mehr Sinn, das durchzugehen. Ich überspringe es jetzt hier, ich lasse es aber in den Slides drin, sich die tatsächlichen Werte anzuschauen, nachdem Sie schon mehrere T-Test-Beispiele nach dem nächsten Video oder auch nachdem Sie im Seminar das gemacht haben, sich das nochmal anschauen. Sie haben hier quasi sozusagen auf den Slides die Zahlen, die ich einfach nur in die Logik des letzten Slides eingesetzt habe. Und Sie sehen dann, da resultiert eine sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Also die Daten wollen nicht so recht zu dieser Hypothese, zu diesem hypothetisierten μ von 170 cm passen. Die sind sehr, sehr unwahrscheinlich unter der Annahme dieses μs. Und deshalb würden wir hier schlussfolgern, die Körpergröße auf diesem Planet, in der Population dieser Planetenbewohner ist sehr anders. Meine Daten, die ich dort erhoben habe, passen überhaupt nicht zu meiner ursprünglichen Hypothese. Deshalb, Modus Tollens, verwerfe ich diese. Das war jetzt so eine ganz erste kurze Exposition der Idee, wie ein Signifikanztest als sogenannter T-Test, also er operiert irgendwie unter der T-Verteilung, deshalb heißt der T-Test, wie der vorgeht. Alle T-Tests, die Sie so treffen, fordern eine Hypothese zur Lage des Parameters μ heraus. Die testen diese Hypothese, die stellen diese Hypothese auf die Probe. Und letztlich kommen T-Tests in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Erster dicker Bullet Point hier, der sogenannte Einstichproben-T-Test. Dafür haben wir gerade kurz ein Beispiel quasi gesehen. Der Einstichproben-T-Test vergleicht ein Stichprobenmittel, einer Stichprobe, mit
einem unter der Nullhypothese erwarteten μ. Dieses μ ist auch meistens dann 0. Könnte aber auch 50, könnte 100, könnte jeder von Ihnen beliebige Wert sein, weil, wie wir noch sehen werden, wenn wir uns die T-Statistik gleich genauer anschauen, Sie können in diese Statistik für μ natürlich jeden Wert einsetzen und würden dann damit ausdrücken, dass Sie annehmen, dass sich Ihre Kennwerte rund um diesen hypothetisierten Wert auf Populationsebene verteilen. Der zweite, der T-Test für abhängige oder verbundene Stichproben, der Dependent Samples T-Test, ist nur eine wirklich minimale Abwandlung des Einstichproben-T-Tests. Eigentlich ist er mathematisch genau dasselbe, weil er eine Hypothese aufstellt über die unter der Nullhypothese erwarteten mittleren Differenzen. Der klassische Fall hierfür ist das Testen von Probanden zweimal. Also letztlich kann man auch sagen, das ist ja eigentlich auch eine Stichprobe, die Sie aber zu zwei Messzeitpunkten zum Beispiel testen, vor und nach einer Therapie, vor und nach einer Intervention. Und Sie fragen dann die Veränderungen, die jede Proband ja aufweist, führen zu so einer Art mittleren Veränderung. Und diese mittlere Veränderung ist die kompatibel, könnte ich auch sagen, passt die zu einem unter der Nullhypothese erwarteten, zu einer unter der Nullhypothese erwarteten mittleren Veränderung oder mittleren Differenz. Das läuft ganz schnell darauf hinaus, dass mathematisch eigentlich genau das gleiche ist, wie für eine Stichprobe zu fragen, was ist euer gemeinsamer Mittelwert und passt der zu dem unter der Hypothese vermuteten μ oder zu sagen, was sind eure Veränderungen, die ihr gezeigt habt, zwischen zwei Messzeitpunkten zum Beispiel oder in eurer linken und in eurer rechten Hirnhälfte, wie ist da der Unterschied, passt es zu einem hypothetisierten Unterschied von 0 zum Beispiel. Und dann mit leicht anderer Mathematik und leicht anderen Formeln und deshalb heute im Video auch zentral der T-Test für unabhängige oder unverbundene Stichproben, sprich für zwei Stichproben. Hier wird dann die Differenz zweier Mittelwerte verglichen mit der unter der Nullhypothese erwarteten Differenz wiederum. Auch hier ist es meist so, Nullhypothesen, Nil-Null-Hypothesis, dass man meistens gegen eine Differenz von 0 testet. Und das schauen wir uns aber gleich noch im Beispiel ein bisschen genauer an. Also alles drei, was hier gezeigt ist, T-Tests, alle drei, da verrate ich auch nicht zu viel, erfordern sozusagen, dass man überlegt, wie diese zu betrachtende Statistik oder diese aus zwei Statistiken, hier im unteren Beispiel aus zwei Statistiken ausgerechnete Differenz, wie die sich eigentlich verteilt, sprich was ist so Ihr Standardfehler, darum wird es gehen. Und die oberen beiden, das sage ich noch kurz, nur damit Sie Ordnung im Kopf schaffen können, wenn Sie jetzt schon wollen. Es gibt drei verschiedene T-Tests. Die zwei oberen sind quasi identisch mathematisch, während der untere, der für unabhängige und unverbundene Stichproben ein eigenes Vorgehen erfordert, was wir uns heute auch besonders anschauen. Also, ganz allgemein kann ich sagen, immer bei einem T-Test, bei einer T-Statistik geht es mir darum, zu fragen, was habe ich in meinen Daten beobachtet? Das nenne ich in dieser allgemeinsten Form jetzt mal der Effekt, den ich beobachtet habe, minus einen hypothetisierten Effekt, geteilt durch den Standardfehler des Effekts, muss ich eben schauen, wie der genau geht. Da gehe ich aus, dass es T verteilt mit Freiheitsgrad. Und das kann ich ganz generisch hier oben nochmal zeigen. Ich kann sagen, das haben wir hier. Ups. Sehen Sie das? Nee. Mal schauen. Nee, das ist schön. Ah doch, da ist er wieder. Ah nee, der Stift ist einfach alle. Muss ich mit dem Finger machen, genau. Also, Sie sehen hier oben nochmal die Formel, die genau das gleiche sagt wie hier. Effekt hieße in dem Fall zum Beispiel, dass die Größe meines Mittelwerts, kann ich mir vorstellen wie ein Effekt, im Verhältnis zu einem hypothetisierten Populationsmittelwert, μ, hypothetisierter Effekt, geteilt durch den Standardfehler des Effekts. Das war ja sozusagen, wie wir das im zentralen Grenzwertsatz schon kennengelernt haben. Was kann ich des Weiteren hier sagen? Ich kann sagen, hinter diesem, was hier Effekt heißt, können sich also verschiedene Dinge verbergen. Das habe ich auf dem Slide vorher, wo ich die drei T-Tests vorgestellt habe, schon kurz gesagt.
Beim Einstichproben-T-Test wäre hier einfach der Mittelwert einzusetzen, bei zwei abhängigen Stichproben der Mittelwert der Differenzen, bei zwei unabhängigen Stichproben die Differenz zweier Mittelwerte. Klingt so ähnlich, ist aber was anderes. Der hypothetisierte Effekt ist oft einfach hier 0, was diese Formel dann natürlich sehr vereinfacht. Deshalb habe ich das auch hier in grau hingeschrieben, weil in vielen Formeln, die Sie für einen T-Wert sehen, wird es gar nicht explizit gemacht. Da wird gar nicht hingeschrieben minus μ, weil das hieße minus 0 sehr oft, wenn die Nullhypothese eben eine Nil-Null ist und da einfach eine 0 hin soll, weil man darüber hypothetisiert unter der Nullhypothese, dass der Effekt gleich 0 ist, dann kommt da einfach minus 0 hin. Dann fällt dieser Ausdruck natürlich raus. Und ich kann da aber eben auch spezifischere einsetzen und das sollte man vielleicht auch öfters mal tun, dass man sagt, ja, ist denn auf Populationsebene der Effekt wirklich gleich 3 oder gleich 170? Dann kann man das hier einfach einsetzen und dafür eine T-Statistik ausrechnen. Und hier unten standardisiere ich, ja, letztlich kann ich sagen, diese Differenz, die ich da oben im Zähler ausgerechnet habe, mit einem Nenner. Und dieser Nenner ist also die Verteilung meines Effekts, den ich erwarten würde, mein Standardfehler, meine Standardabweichung meiner Effektverteilung oder Kennwerteverteilung. Ja? Dafür gibt es eben unterschiedliche Formeln, da muss ich am meisten aufpassen. Wo muss ich noch aufpassen? Ich muss aufpassen bei diesen Freiheitsgraden. Wir hatten gesagt, T-Verteilungen ändern ihre Form abhängig von der Anzahl der Freiheitsgrade. Und da ist es so, dass wir für die unabhängigen Stichproben gleich sehen werden, dass wir dort ein Gesamt-N minus 2 haben. Wir verlieren 2 Freiheitsgrade, weil hier letztlich 2 getrennte Stichprobenmittel eingehen, wo wir jeweils bei der Berechnung einen Freiheitsgrad verlieren. So verlieren wir insgesamt 2 Freiheitsgrade und haben deshalb N minus 2 Freiheitsgrade. Bei abhängigen Stichproben oder auch bei Einstichproben, was das gleiche ist, wo ich es letztlich immer nur mit einer Stichprobe zu tun hatte, und nur eine Statistik ausrechne, ein Kennwert, da habe ich N-1 Freiheitsgrad. So, damit, das war jetzt so das Präludium, eine halbe Stunde, können wir uns in der zweiten halben Stunde dieses Videos jetzt mit dem T-Test für unverbundene Stichproben nochmal ganz frisch beschäftigen. Der T-Test für unverbundene Stichproben hat mehrere Namen, der heißt ungepaarter T-Test, Independent Samples T-Test, T-Test für unabhängige Stichproben, zwei Stichproben-T-Test, Between Subjects-T-Test. Viele Worte für genau dasselbe. Ich würde ihn als den Klassiker unter den T-Tests bezeichnen. Wird wirklich sehr, sehr viel eingesetzt, dort wo es Sinn macht und manchmal leider auch da, wo es keinen Sinn macht, aber es ist eben eine sehr, sehr robuste Waffe in der Hand der Datenauswerterin, würde ich sagen. Deshalb ist das Wichtigste, eine sehr wichtige Waffe in Ihrem Arsenal auch für ihre weitere berufliche und studentische Zukunft. Was wir dort erfordern im Vorfeld ist, dass alle Beobachtungen, die wir getätigt haben, unabhängig voneinander sind. Also alles, was wir über das Ziehen von Stichproben wissen, gilt hier auch. Diese ganzen Beobachtungen, die jetzt gleich eingehen in unsere Stichproben, müssen unabhängig voneinander gezogen sein. Dann brauche ich des Weiteren zwei unabhängige Gruppen, die ich eben vergleichen möchte. Und zwar möchte ich die, ganz wichtig, hinsichtlich eines mindestens intervallskalierten, also metrischen, abhängigen, einer abhängigen Variable oder eines Outcomes, kann man auch sagen, einer mindestens intervallskalierten abhängigen Variable vergleichen. Der Klassiker wäre, Patienten und Kontrollen vergleichen zu wollen. Also Patienten mit einer bestimmten Erkrankung mit Kontrollprobanden ohne diese Erkrankung. Hinsichtlich zum Beispiel der Anzahl Tage, die sie im Krankenhaus verbracht haben in einem beliebigen Jahr. Informatikerinnen und Psychologinnen vielleicht vergleichen hinsichtlich ihrer Statistiknote. Männer und Frauen hinsichtlich eines zu ermittelnden Ängstlichkeitsscores zu vergleichen. Neurone im Frontalhirn versus Neurone im Thalamus zu vergleichen hinsichtlich ihrer Synapsendichte, Anzahl Synapsen. Was wir des Weiteren noch fordern, ist dann, dass die Daten in den beiden Gruppen
gleich verteilt sind, nämlich letztlich normal verteilt sind. Und dafür führen wir jetzt noch eine neue Idee ein, weil wir es mit zwei Gruppen jetzt zu tun haben, nämlich dass die gleich streuen, kann man auch sagen, nämlich dass die homoskedastisch sind. Homoskedastizität ist ein schöner Zungenbrecher noch. Was hatten wir denn dieses Semester schon für andere Zungenbrecher? Wir hatten noch gar nicht so viele. Aber Homoskedastizität ist auf jeden Fall ein schöner Zungenbrecher. Homoskedasticity oder auch im Englischen. Manchmal auch spricht man nicht von der Homoskedastizität, der Gleichstreuung. Das ist das, was wir hier auf Ihrer Seite im linken Graph sehen. Sondern manchmal auch von der Heteroskedastizität, also der unterschiedlichen Streuung, die wir in zwei Gruppen annehmen müssen, letztlich auf Populationsebene. Und da spricht man dann von der Heteroskedasticity, auch ein schöner Zungenbrecher. Also, was Sie hier sehen, sind Daten aus einer roten Gruppe und einer blauen Gruppe. Das können zum Beispiel die Männer und die Frauen sein oder die Patienten und die Kontrollen. Oder die Experimentalgruppe, mit der Sie die eine Manipulation durchgeführt haben, versus die Kontrollgruppe, mit der Sie keine Manipulation durchgeführt haben. Hinsichtlich eines abhängigen Maßes hier auf der Y-Achse abgetragen. Bewusst keine Beschriftung dran, um das offen zu halten für alle möglichen Beispiele, die Sie sich da auch selbst dafür überlegen können, was das eigentlich sein könnte. Aber was heißt Homoskedastizität? Homoskedastizität bedeutet, dass die Standardabweichung, die Streuung, zum Beispiel ausgedrückt als Standardabweichung, in dieser roten Gruppe ja gleich ist wie in dieser blauen Gruppe oder annähernd gleich ist. Ich sage bewusst annähernd, weil es eigentlich bei dieser Annahme der Homoskedastizität nicht darum geht, ob numerisch genau die Standardabweichung in Ihrem kleinen roten, Ihrer roten Stichprobe und Ihrer blauen Stichprobe gleich ist, sondern ob wir davon ausgehen dürfen, dass auf Populationsebene diese Populationen, darauf läuft das Ganze hier raus mit dem ungepaarten T-Test, nämlich ob diese blaue und die rote eigentlich zwei verschiedene Populationen sind, ob die die gleiche Streuung haben. Und dieser ganze Trick, den wir uns jetzt anschauen, der basiert erstmal drauf, der ungepaarte T-Test, dass diese Streuung gleich ist. Und in diesem anderen Beispiel, in diesem heteroskedastischen Beispiel hier, sehen Sie eigentlich schon mit dem bloßen Auge, dass die Streuung irgendwie in Blau anders ist und wahrscheinlich auch auf Populationsebene des Sigma ein anderes ist als die Streuung hier in Rot. Darum wird es also gehen. Homoskedastizität sollte Ihnen was sagen, Sie sollten wissen, Sie sollten eine Idee haben, was Sie antworten, wenn Sie jemand fragt, sag mal, was ist nochmal Homoskedastizität? Überlegen Sie sich da eine schöne Antwort. Und lesen Sie auch gerne nochmal nach, wenn Ihnen meine Erklärung jetzt gerade zu hemdsärmlich war. Aber das begegnet uns auch noch ein paar Mal wieder. Lassen Sie uns jetzt mal zum Einstieg Folgendes tun. Wir wollen Männer und Frauen ganz allgemein hinsichtlich ihrer Intelligenz vergleichen. Das sei unser Forschungsthema. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee aus der gebrandeten Universität Lübeck-Tasse. Wir wollen Männer und Frauen hinsichtlich ihrer Intelligenz vergleichen und formulieren folgende Nullhypothese, oder wir können auch allgemeiner sagen, wir haben ja gerade nur eine Hypothese, folgende Hypothese, statistische Hypothese. Inhaltlich glauben wir, hypothetisieren wir jetzt mal, es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Intelligenz. Das ist ein bewusst gewähltes Beispiel als erstes, weil es vielleicht eins ist, wo Sie intuitiv auch mitgehen würden. Das passt vielleicht so zu dem, was Sie sowieso tatsächlich über die Welt, was wir tatsächlich über die Welt glauben, dass da eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Und das könnten wir als statistische Hypothese auf zwei verschiedene Arten formulieren. Wir könnten zum einen sagen, das Mü der Männer, der Männerpopulation, entspricht genau dem Mü der Frauenpopulation. Wenn wir darüber hinaus auch noch annehmen, dass ja die Streuung, wie der T-Test es eh annimmt, gleich ist, könnten wir auch noch sagen, das ist einfach die gleiche Verteilung mit dem gleichen Mü und dem gleichen Sigma. Intelligenz auf Populationsebene kennt nur ein Mü, das egal welcher Wert es ist, aber der Unterschied, und das ist hier dann in Fett gezeigt, zwischen dem Mü der Männer und dem Mü der Frauen ist also gleich Null. Ja, das ist gleich im Mü. Wenn ich jetzt Sie aber bitte, Sie alle, die heute hier zuhören und die in diesem Modul sind dieses Semester, rauszugehen in die Welt und Daten zu erheben. Also ich schicke Sie in die Campus Suite, in die verschiedenen Kneipen in Lübeck, in die Parks, und Sie sollen sich Gruppen von Männern und Frauen suchen und deren Intelligenz testen mit meinem handelsüblichen Intelligenztest
Und dann wiederkommen mit zwei Mittelwerten letztlich. Einen Mittelwert für die Männer, einen Mittelwert für die Frauen. Und aus diesen beiden Mittelwerten eine Differenz ausrechnen. Klingt kompliziert, ist allerdings ganz einfach. In Ihrer Stichprobe, Sie machen ein paar Männer, ein paar Frauen, haben Sie dann irgendwie einen mittleren Intelligenzquotient von 105 für die Männer ermittelt und 109 für die Frauen. Also 4 Intelligenzpunkte mehr. Das hieße, in Ihrem Fall, wenn Sie das voneinander abziehen, haben Sie also einen Mittelwert ermittelt, den wir da unten abtragen könnten. Einfach und sagen können, Ihr persönlicher Mittelwert war ja einer, wo die Frauen ein bisschen gewonnen haben, wo die Frauen ein bisschen besser waren. Bei jemand anders wäre es aber vielleicht so, dass die in dieser kleinen Stichprobe da die Männer im Schnitt ein bisschen intelligenter waren. Aber wenn das Ihre Hypothese ist, die da oben steht, wir nehmen an, Männer und Frauen unterscheiden sich nicht. Was würden wir denn dann erwarten, wie sich diese Differenzen, und da kann man das jetzt auch nochmal sagen, das kann ich jetzt auch mal als statistisch bezeichnen wir das auch als Effekt, den Sie in Ihrer Stichprobe beobachtet haben. Welche Effekte, kann ich sagen, würden wir denn nun erwarten für diese Stichproben, die wir gemeinsam hier ziehen? Wir würden doch eigentlich erwarten, wenn diese Hypothese wahr ist, dass sich das rund um 0 verteilt. Es könnte zum Beispiel so aussehen, das wären jetzt hier schon in diesem Histogramm von erhobenen Stichproben, da stecken schon Hunderte, wenn nicht Tausende, vielleicht sind es 1000 Stichproben drin. Ja, da sind 1000 Studierende losgegangen, haben Männer und Frauen gemessen. Wenn die Nullhypothese also stimmt in der Population, dann würden wir doch erwarten, das ist zentraler Grenzwertsatz, dass sich die resultierenden Statistiken um den auf Populationsebene zutreffenden Effekt, der diese Daten ja dann hervorgebracht hat, verteilen sollten. Und zwar entweder normal verteilen, oder so von mir aus T verteilen, aber nach dem zentralen Grenzwertsatz symmetrisch auf jeden Fall mit einer von uns auch zu bestimmenden oder zu schätzenden Streuung rund um den wahren Wert verteilen sollten. Ja, und jetzt kommt Fischer wieder ins Spiel. Wir erinnern uns Anfang des Videos, Fischers Logik des Signifikanztests war, wenn ich in meinen Daten, in meiner Stichprobe nun einen Effekt, Differenz können wir sagen, beobachte, die unter so einer Verteilung nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat. Das heißt, die landet irgendwo ziemlich extrem in dieser Verteilung, in diesem Histogramm, ziemlich weit außen. Die hat ja dann unter dieser Nullhypothese nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit zustande zu kommen. Dann gehe ich so weit, Modus Tollens, diese Nullhypothese zu verwerfen. Ich habe jetzt hier sogar mal für uns noch ein kleines Datenbeispiel erfunden. Wir hatten ja gesagt, das wäre, was unter der Nullhypothese passieren sollte. Was ist bei Freund Fischer zum Beispiel passiert? Fischer hat es auch gemacht vielleicht. Ist komplett erfunden natürlich alles hier. Aber Fischer ist wie Sie auch losgegangen, hat 16 Männer und 16 Frauen untersucht hinsichtlich der Intelligenz. Und er findet in seiner Stichprobe, dass die Männer im Mittel um, Achtung, 3 Intelligenzpunkte schlauer sind. Ja? Der würde also hier auf der Seite Männer gewinnt landen mit seiner Mittelwertsdifferenz. Diese Mittelwertsdifferenz, die überführt er jetzt in eine T-Statistik. Er macht aus dieser Statistik Mittelwertsdifferenz eine andere Statistik, nämlich eine, von der er weiß, wie sie sich verteilen sollte, nämlich dass sie einer T-Verteilung folgen sollte. Er überführt sie in eine T-Statistik. Wie macht er das? Er hat diese Mittelwertsdifferenz, er hat Standardabweichungen in den Männern, Standardabweichungen in den Frauen und müssen wir uns gleich noch angucken, wie das geht, kommt auf dem nächsten Slide, aber wir nehmen einfach mal zur Kenntnis, er ermittelt einen T-Wert mit bestimmten Freiheitsgraden, nämlich 30 Freiheitsgrade, er hatte 32 Beobachtungen, 16 Männer, 16 Frauen, ich sage Ihnen jetzt hier nochmal, wir sehen es vielleicht im nächsten Slide, dass also ja dieser spezielle T-Test für ungepaarte Stichproben N-2 Freiheitsgrade hat, heißt also eine T-Verteilung mit 30 Freiheitsgraden. Und dieser T-Wert, den er da ausrechnet aus dieser Mittelwertsdifferenz, ist etwa 0,99. Ein T-Wert von 0,99 landet in so einer T-Verteilung, liegt in der T-Verteilung so, dass wir jetzt fragen können, mit unserem Wissen aus den Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie wahrscheinlich ist es denn, einen größeren T-Wert zu beobachten unter dieser Nullhypothese?
Also wie viel Fläche bleibt denn noch, wie viel Wahrscheinlichkeit würde denn bleiben, um extremere T-Werte zu beobachten? Fischer hat einen T-Wert von 1 beobachtet. Wir sehen dann, dass die Fläche, die dann noch für extremere T-Werte bleibt, eigentlich noch ziemlich groß ist. Die Fläche beträgt nämlich 0,165 oder die Wahrscheinlichkeit, einen T-Wert unter dieser Nullhypothese zu beobachten, er größer ist als 1, ist immerhin 16,5% oder 1,165. Wir würden eigentlich also sagen, das ist nicht ausreichend unwahrscheinlich, um diese Nullhypothese zu verwerfen. Ja? Wenn es gilt auf Populationsebene, dass Männer und Frauen gleich intelligent sind, würden wir diese Verteilung erwarten, einen T-Wert aus dieser Verteilung erwarten. Wir haben einen T-Wert bekommen, der ziemlich, fast würde man sagen, noch ziemlich zentral in dieser Verteilung drin liegt. Also sagen wir, könnte sehr gut sein, dass diese Nullhypothese gilt und dass diese Hypothese diese Daten hervorgebracht hat. Wir haben also keinen Grund, diese Nullhypothese zu verwerfen. Wie ist jetzt Fischer bei dieser T-Statistik rausgekommen? Wie ist er zu dieser 0,99 gekommen? Wie bin ich zu dieser 0,99 gekommen? Die T-Statistik für den ungepaarten T-Test geht genau folgendermaßen. Ich rechne letztlich, ich rechne einen Effekt aus in meinen Daten, das sehe ich hier oben, setze den ins Verhältnis, das muss ich hier doch einmal noch dazu schreiben, verlängere diesen Bruchstrich hier mal, minus einen hypothetisierten Effekt, ich muss leider mit dem Finger schreiben, deshalb ist es nicht so schön, wie wenn ich es mit dem Stift mache, auch wenn meine Handschrift natürlich nie schön ist, wie Sie sagen werden, das ist ja aber gleich 0, weil wir ja hypothetisieren unter der Nullhypothese, dass die Männer und die Frauen oder die Gruppe A und die Gruppe B den gleichen Populationsmittelwert hat. Also wird dieser ganze Ausdruck da hinten 0 und deshalb steht er da auch gar nicht. Da steht einfach Mittelwertsdifferenz, das ist unser Effekt, geteilt durch den Standardfehler dieses Effekts. Das sollte T verteilt sein mit Gesamt-N, also N in der einen Gruppe plus N in der anderen Gruppe minus 2 Freiheitsgrade. Bleibt also die Frage, bevor wir unsere empirische Teststatistik ausrechnen können, wo kriegen wir um Himmels Willen genau diesen Ausdruck jetzt her? Was ist denn der Standardfehler? Wir wissen, was der Standardfehler eines Mittelwerts ist, aber wir wissen nicht genau leider, wie es der Standardfehler ist, also die Kennwerteverteilung für die Zufallsvariable Mittelwertsdifferenz zwischen zwei unabhängigen Stichprobenmitteln. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil das können wir einfach in einem Lehrbuch nachschauen. Ich hatte ja gesagt, wenn Sie wissen wollen, was der spezifische Standardfehler Ihres spezifischen Problems ist, googeln, Lehrbuch, Folienobleser, irgendwo werden Sie es herausfinden. Und genau so ist es hier auch. Sie finden auf diesem Slide leider auch gleich schon wieder zwei verschiedene Varianten, weil hier uns nochmal diese Homoskedastizität dazwischen grätscht. Wenn wir davon ausgehen können, dass die Annahme für den T-Test gegeben ist, dass nämlich auf Populationsebene Männer und Frauen auch derselben Streuung folgen, also die Intelligenzen von Männern und Frauen oder allgemeiner, weil es hier A und B heißt, die Population A und die Population B, die vielleicht eh dieselbe ist, hat auch tatsächlich dieselbe Streuung, Homoskedastizität, dann können wir einfach sagen, nimm bitte hier eine Standardabweichung deiner Stichproben, aber da steht irgendwas mit pooled. Was heißt denn das? Gepoolte Standardabweichung. Müssen wir uns also gleich wieder angucken, was die gepoolte Standardabweichung ist. Nimm die gepoolte Standardabweichung und gewichte die nochmal mit so einer Summe der invertierten Stichprobengrößen. Also hier stehen ja nur Sachen, die wir kennen. Hier hinten. Da steht, wie viele Leute waren in deiner A-Stichprobe, wie viele waren in deiner B-Stichprobe. Rechne hier daraus diesen Term aus und multipliziere den mit deiner gepoolten Standardabweichung. Und eine gepoolte Standardabweichung ist im Prinzip nichts anderes als eine letztlich gemittelte Standardabweichung. Was ich hier tue, ist im Prinzip, ich erlaube bei dieser Formel der gepoolten Standardabweichung etwas sehr Wichtiges, nämlich die Stichproben könnten unterschiedlich groß sein. Es könnte ja sein, dass ich eben nicht 16 Männer und 16 Frauen hatte, sondern vielleicht nur 10 Patienten, aber 16 Kontrollen oder sowas.
Ja, so sind eben die Daten, die ich habe, die ich verwendbar noch am Ende übrig habe, um meine Statistik zu rechnen. Damit sollte dieser T-Test umgehen können und damit kann der umgehen, nämlich durch diese Formel der gepoolten Standardabweichung. Was passiert denn in der gepoolten Standardabweichung? Da wird die Varianz in der einen Stichprobe, also die quadrierte Standardabweichung genommen, die wird gewichtet mit der Stichprobengröße oder NA minus 1, aber sagen wir mal letztlich mit der Stichprobengröße, plus die Varianz in der anderen Stichprobe, gewichtet mit deren Stichprobengröße, dann wird hier unten durch letztlich Gesamt-N minus 2 geteilt. Also wir sehen schon, das sind irgendwie die Freiheitsgrade, die ich hatte beim Ausrechnen dieser Varianz. Das sind die Freiheitsgrade, die ich hatte beim Ausrechnen dieser Varianz, geteilt durch die Gesamtfreiheitsgrade. Und dann wird das Ganze nochmal hier mit der Stichprobengröße schon wieder gewichtet. Dieser ganze Ausdruck zusammen ergibt mir dann sozusagen meinen Standardfehler. Also die gepoolte gepoolte Standardabweichung ist eine wichtige Zutat, die ich brauche, um den Standardfehler für einen ungepaarten T-Test auszurechnen. Sollte unter bestimmten Bedingungen die Homoskedastizität eben nicht gegeben sein, dann muss ich zu anderen Tricks greifen, damit mir dieser ganze T-Wert nicht zu liberal wird und mir nicht zu leicht die Nullhypothese nachher verwirft. Das ist dann quasi eine Fußnote, die wir jetzt mal nur zur Kenntnis nehmen müssen. Wenn Homoskedastizität, errechnet sich der Standardfehler aus der gepoolten Standardabweichung mit diesem Gewichtungsfaktor hier noch, NA plus 1 durch NB Wurzel daraus. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kann ich zwar auf den ersten Blick mit einer einfacheren Formel arbeiten, wie Sie hier unten sehen. Da habe ich ja tatsächlich das, was hier nach Welsh heißt, das ist dann die Methode nach Welsh, da rechne ich den Standardfehler eigentlich einfacher aus. Ich nehme nämlich doch hier einfach irgendwie so eine Art gemittelte Varianz, aber das Problem ist, die Freiheitsgrade folgen dann, sind dann nicht so genau zu ermitteln, die sind nicht einfach n-2 Freiheitsgrade und ich kann nicht einfach mit einer abgedruckten T-Tabelle weitermachen, sondern ich kann es letztlich nur in der Software lösen, zum Beispiel in Jamovi. Es gibt allerdings, das sage ich an der Stelle gerne, es gibt da draußen Kolleginnen und Kollegen, die empfehlen Ihnen, und ich finde nicht zu Unrecht, eigentlich einfach immer vielleicht mit der Welsh-approximierten Methode vorzugehen und letztlich also diese Annahme der Homoskedastizität von Anfang an aus loszulassen. Aber das klassische Vorgehen ist zu sagen, wir nehmen Homoskedastizität an oder wir testen da auch nochmal drauf, ob Homoskedastizität vorliegt. Und wenn wir davon ausgehen können, arbeiten wir mit dieser Methode hier oben und dann können wir auch aus einer T-Verteilung mit Gesamt-N-2 Freiheitsgraden einfach dann ablesen, welche Wahrscheinlichkeit dieser T-Wert, den wir mit unseren Stichprobenmitteln ermittelt haben, und in der Nullhypothese hat. Also, die gepoolte Standardabweichung hatte ich jetzt am vorigen Slide schon besprochen. Hier nur nochmal mit einem Zahlenbeispiel. Fischer hatte ja in seinem Beispiel gesagt, er hatte einen Intelligenzquotient Standardabweichung von 8 bei den Männern und eine Standardabweichung von 9 bei den Frauen. Und wenn er dann eine gepoolte Standardabweichung daraus ausrechnet, dann kommt er auf eine von 8,51. Jetzt sagen Sie, ja, das ist doch quasi wie der Mittelwert aus den zwei Standardabweichungen. Dann sage ich Ihnen, das ist auch nicht ganz falsch, aber eben nur etwa. Genauer ist es so, dass wir sowieso Standardabweichungen nie einfach mitteln würden, sondern wir würden immer über die Varianzen gehen. Varianzen verhalten sich additiv. Wir würden also die zwei Varianzen addieren, durch zwei teilen und dann daraus wieder die Wurzel ziehen. Wenn wir das machen würden, das wäre dann sozusagen das Vorgehen, wenn bei gleicher Stichprobengröße würde einfach zu 8,5 führen und dieses Pooling quasi zu 8,51. Wenn die Stichprobengrößen aber sehr unterschiedlich sind, dann ist dieses Pooling entsprechend wichtiger, beziehungsweise die gepoolte Standardabweichung fällt dann schon ein bisschen anders aus als diese hier im grünen Kasten, so ein bisschen arg hemdsärmlich gemittelte Standardabweichung. All das, was Sie auf diesem Slide sehen, geht natürlich davon aus, dass wir Inferenzstatistik betreiben wollen und alles immer entsprechend mit den Stichprobenstandardabweichungen nach der N-1-Formel
hier gemacht haben, also die erwartungstreu geschätzten Standardabweichungen ausgerechnet haben. Das sei immer dazu gesagt. Also alles seit dem zentralen Grenzwertsatz hier in der Vorlesung passiert nur noch mit den Standardabweichungen, wodurch minus 1 dividiert wird bei dem Ausrechnen. Gut, also wenn ich in meinen Daten aber nun einen Effekt beobachte, der nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat unter der Nullhypothese, dann würde ich sie verwerfen. Bei Fischer war es jetzt aber eben so, dass es nicht so extrem war. Wir hatten gesagt, eine Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit unter dieser Nullhypothese, also einen T-Wert von 1 zu beobachten, gegeben diese Freiheitsgrade, ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, würden wir sagen. Also zumindest nicht hinreichend unwahrscheinlich. Es hat eine Wahrscheinlichkeit von ja, fast 20%, kann man sagen. Aber an der Stelle, so nach 55 Minuten, müssen wir kurz dringend innehalten, weil wir uns fragen müssen, wie hat eigentlich die Nullhypothese genau gelautet, mit der wir hier gearbeitet haben. Wir hatten ja gesagt, die Nullhypothese ist, Männer sind gleich, Männer entstammen der gleichen Population hinsichtlich ihrer Intelligenz wie Frauen. Es gibt nur ein μ, das μ der Frauen ist gleich dem μ der Männer oder anders gesagt, die Differenz zwischen dem μ der Männer und dem μ der Frauen ist gleich 0. Eigentlich müssten wir doch dann aber, und so hatten wir doch auch das eigentlich aufgezeichnet, als wir diese Nullhypothesen, die Verteilung unter der Nullhypothese uns so ein bisschen als dieses blaue Histogramm hier gerade angeschaut hatten, gehen wir nochmal zurück, dieses Histogramm, da hatten wir doch erwogen, dass natürlich mal aber auch positive Abweichungen davon wie negative Abweichungen rauskommen. Sprich, wenn wir es in T-Werte umrechnen, ja mal ein negative Differenzen und positive Differenzen rauskommen. Wir doch also eigentlich sagen müssten, wir können doch nicht einfach sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, einen größeren T-Wert zu beobachten, sondern wir müssten doch eigentlich auch fragen, wenn wir unsere Hypothese wirklich testen wollen, was ist die Wahrscheinlichkeit, entweder einen T-Wert zu beobachten, der größer ist als 1 oder einen T-Wert, der kleiner ist als minus 1. Wir müssten uns ja also auch, wir müssten zumindest offen bleiben für die Möglichkeit, dass die Abweichung in die andere Richtung ist. Und das führt uns zu dem, was eigentlich der Standardfall ist. Ich habe, um die Logik zu etablieren, das quasi kurz übergangen, aber jetzt ist es Zeit, dass wir das nicht länger übergehen, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich, wenn die Nullhypothese so unspezifisch ist, wenn die Nullhypothese ist, ja, die unterscheiden sich nicht, Männer und Frauen sind gleich, dann folgt daraus, wenn wir diese Hypothese herausfordern wollen, dass wir sie entweder auf der einen Seite herausfordern könnten, durch Abweichungen in der einen Richtung, oder wir fordern sie auf der anderen Seite raus, durch Abweichungen in der anderen Richtung. Wir haben quasi beide Möglichkeiten, um unwahrscheinliche Ereignisse zu produzieren. Und dem tragen wir jetzt hier Rechnung mit einem zweiseitigen Signifikanztest. Wir interessieren uns, wenn wir ehrlich sind, nämlich für die Wahrscheinlichkeit, diesen oder noch extremeren T-Wert oder Effekt zu beobachten, in der einen oder in der anderen Richtung. Also die Wahrscheinlichkeit, entweder einen größeren oder kleineren Effekt zu beobachten. Formalisiert ausgedrückt hieße das, ich sage, was ist die Wahrscheinlichkeit? Ich interessiere mich eigentlich, könnte ich hier sagen, für ein zusammengesetztes Ereignis. Das ist also hier die Union, wie wir in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gesagt haben, zwischen zwei disjunkten Ereignissen. Es kann nur das eine wahr sein oder das andere. Nämlich entweder wir interessieren uns für den Fall, dass der T-Wert größer als 1 ist, also auf der Seite, die wir schon betrachtet haben, oder, also logisch und, wenn wir jetzt gleich die Wahrscheinlichkeit ermitteln wollen, vielleicht auch, dass er kleiner als minus 1 ist. Jetzt ist dankenswerterweise die T-Verteilung natürlich symmetrisch um 0, wie die Normalverteilung auch. Und das macht unser Leben jetzt natürlich viel, viel leichter, weil wenn wir eine dieser beiden Wahrscheinlichkeiten kennen, zum Beispiel indem wir sie ablesen aus einer T-Verteilung, kennen wir die andere auch schon. Wir müssen nur ein bisschen auf der Hut bleiben, und das ist durchaus jetzt eine große Quelle der Verwirrung für Studierende, welche Wahrscheinlichkeit ermitteln wir genau? Müssen wir die nachher nicht eigentlich mal 2 nehmen oder sozusagen einmal nochmal drauf addieren, weil wir uns eben zweiseitig für eine kleinere Wahrscheinlichkeit, also für die Wahrscheinlichkeit eines kleineren T-Werts in der Richtung
oder eines größeren T-Werts in der Richtung interessieren. Und so ist es hier, wir müssten also eigentlich sagen, eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Unterschied, den wir beobachtet haben, von T-Wert von 1 oder also einen extremeren Wert als 1 in beiden Richtungen zu beobachten, eigentlich 16,5%, das wäre dieses Schwänzchen der Verteilung, plus 16,5%, das wäre dieses Schwänzchen der Verteilung, macht zusammen schon 33%. Was sehen wir daran? Wir sehen daran, wenn die Nullhypothese so unspezifisch ist und ich keine weiteren Vorannahmen habe, dann muss ich und sollte ich zweiseitig testen. Das heißt, ich sollte fragen, wie wahrscheinlich ist es, extremere Daten als ich beobachtet habe, zu beobachten in der einen wie in der anderen Richtung. Und dafür muss ich die korrekte Wahrscheinlichkeit ermitteln. Und in diesem Fall führt es auch dazu, dass wir noch weniger geneigt wären, diese Nullhypothese zurückzuweisen, weil wir eigentlich sagen, wenn das der wahre Wert ist, der diese Daten hervorgebracht hat, dem die entstammen, dann war es eigentlich ja ziemlich wahrscheinlich mal so ein T-Wert von 1 oder größer oder von minus 1 oder kleiner überhaupt mal zu beobachten. Und entsprechend kann es sehr, sehr gut sein, dass diese Nullhypothese gilt und wir behalten sie bei. Aber wenn Sie jetzt sehr verwirrt sind, dann ist es ein völlig normaler Zustand. Denn was wir jetzt die ganze Zeit eigentlich schon gemacht haben, ist, wir kreisen um so eine Alternativhypothese. Und das Video wird noch ein bisschen länger gehen. Wir haben die Stundenmarke geknackt, aber wir machen vielleicht noch 10 Minuten, um jetzt heute aufzuhören quasi mit dem, was den Signifikanztest erst zu dem macht, was er geworden ist im 20. Jahrhundert, nämlich eine echte Entscheidungshilfe zwischen zwei Hypothesen. Fischer hat sich dafür nicht interessiert. Fischer hat es nicht wirklich formalisiert. Er hat gesagt, ich nehme so eine Nullhypothese, das ist oft auch leider so eine Strohmann-Hypothese, müsste es aber nicht sein. Es könnte auch, wie bei dieser Wissenschaftlerin, die wir gesehen hatten, eine echte Forschungshypothese sein, zu sagen, ich glaube, Außerirdische sind halt 170 cm groß. Oft ist es aber auch ein Strohmann, zu sagen, ich glaube eigentlich schon, dass ich die Population Männer und Frauen unterscheiden. Aber ich teste jetzt hier in diesem Fischerschen Framework die Nullhypothese, dass sie sich nicht unterscheiden. Neyman und Pearson haben das formalisiert und dazu kommen wir jetzt. Die haben gesagt, lasst uns doch bitte auch eine echte Forschungshypothese oder Alternativhypothese haben. Generell, allgemeiner gesprochen, haben Neyman und Pearson gesagt, formuliere ein paar von Hypothesen, die sich ausschließen natürlich. Sie sollen sozusagen einander ausschließende Zustände der Welt beschreiben und nur einer davon kann natürlich dann wahr sein. Und der Signifikanztest hilft dir, zwischen diesen zwei möglichen Wahrheiten dich zu entscheiden. Also wirklich ein Entscheidungskriterium zu formulieren, zu formulieren und zu formalisieren, wann letztlich ab welcher Teststatistik, ab welcher Größe meiner T-Statistik entscheide ich mich für die eine Hypothese, dass ich führe dahin an die eine glaube und die andere verwerfe oder andersrum behalte die Nullhypothese bei und im Englischen sagt man to disregard an hypothesis, a hypothesis, also sozusagen verwerfen, weglassen, nicht mehr weiter dran glauben an die andere Hypothese. Also, Neyman Pearson, quasi ein, muss man auch sagen, ist auch wirklich eine spannende, ganz lustige Geschichte, weil diese Fischer und Neyman vor allem wirklich auch echte Feinde, muss man sagen, wurden. Die haben sich das letzte Mal halbwegs freundlich 1934 in der Royal Society, glaube ich, ausgetauscht. Und danach ging es wirklich noch mal gut 15, 20 Jahre weiter, dass Fischer immer versucht hat zu verhindern, dass Neyman auf irgendeinen Lehrstuhl kommt. Und wirklich, also die waren sich wirklich Spinnefeinde. Die haben sich da, glaube ich, auch nichts genommen. Und wirklich, weiß nicht, vielleicht auch nicht besonders sympathische Typen. Und das steckt alles in diesem Signifikanztest bis heute drin, dass die sehr unterschiedliche DNA, möchte ich fast sagen, von unterschiedlichen Forscherpersönlichkeiten, Statistikerpersönlichkeiten auch mitbringen. Aber jetzt Neyman Pearson. Neyman Pearson, was haben die eigentlich gesagt? Die haben gesagt, formuliere eine, sagen wir mal, Nullhypothese, können wir auch sagen, Hypothese B, um bei unserem Beispiel zu bleiben, Frauen sind gleich wie Männer hinsichtlich des Merkmals, das könnte die Nullhypothese sein. Die ist jetzt hier wie bei Fischer mal als so eine Punkthypothese formuliert. Die Differenz zwischen μ Frau, μ Mann ist gleich 0 oder μ Frau ist gleich μ Mann, das ist äquivalent.
Formuliere dann dazu aber eine Alternativhypothese, die jetzt verschiedene Formen erstmal annehmen könnte. Wir bleiben mal bei dem, was hier oben gezeigt ist. Wir bleiben mal bei dem. Das streiche ich mal kurz einfach durch. Das ignorieren wir mal kurz, um klar zu sehen, erstmal sind die Nullhypothese und die Alternativhypothese, nämlich dann der Populationsmittelwert der Frauen ist eben nicht der gleiche wie der Populationsmittelwert der Männer. Sprich, die entstammen eben nicht derselben Population, ist also eine Komplementärhypothese zur Nullhypothese. Ja? Die dürfen natürlich nicht überlappen, die müssen wirklich disjunkt sein, kann man wiederum sagen. Was ich gerade durchgestrichen habe, ist allerdings eine beispielhaft gerichtete Alternativhypothese. Ich habe es jetzt nicht durchgestrichen, weil es nicht gilt. Ich kann es auch gerne wieder wegmachen. Ich müsste dann entsprechend auch die Nullhypothese natürlich anpassen, wenn ich sage, meine Alternativhypothese ist eine sogenannte gerichtete Hypothese. Ich glaube schon relativ fest daran, oder ich interessiere mich nur dafür, dass Männer oder dass Frauen intelligenter sind zum Beispiel als Männer. Dann muss einfach, damit die Komplementarität gewährleistet ist, diese Nullhypothese anders formuliert werden. Dann muss die nämlich eine Bereichshypothese auch werden. Dann lautet automatisch eigentlich die Nullhypothese das Gegenteil davon, nämlich Männer sind entweder gleich der Intelligenz von Frauen oder auf Populationsebene gleich der Frau oder die sind wiederum, haben das größere Mühe. Also, da müsste ich dann mit einem genau, jetzt habe ich gerade kurz Quatsch erzählt, ich mache es noch einmal ordentlich. Wenn das Hypothesenpaar also lautet, Männer sind intelligenter als Frauen zum Beispiel, dann müsste dazu die entsprechende H0-Hypothese dann natürlich lauten, μ der Frauen ist unter Umständen größer oder gleich μ der Männer. Bitte kurz einfach nochmal kurz angucken, was ich jetzt hier unten umkringelt habe, ist aussagenlogisch genau komplementär zu dem, was ich oben als H0 hingeschrieben habe. Sehen Sie das? Unten quasi kleiner, oben größer, gleich. Ja, das wäre komplementär. Also Fischer hätte nur eine Nullhypothese formuliert, während Neyman Pearson uns jetzt sagen, formuliere ein Hypothesenpaar, was sich ausschließt. Das ist die ganze wichtige Idee, die Neyman Pearson jetzt mitbringt. Und damit kommen wir zu so einem Slide, den man jetzt wirklich in der Mitte durchschneiden kann, weil man sagen kann, es sind zwei eigentlich ganz getrennte Vorgehen, die wir auch gerne für den Zweck der Statistik 1 mal getrennt halten können. In der Praxis, leider, da draußen vermischt sich das komplett, aber für die Didaktik des Signifikanztests halte ich es für wichtig, sich das mal klar zu machen, dass das letztlich unterschiedliche Vorgehen sind. Was hat Fischer gemacht? Fischer hat eine Nullhypothese spezifiziert, hat Daten erhoben, genau wie unsere Wissenschaftlerin, die zu diesem Planet geflogen ist, und hat dann sozusagen diese empirischen Daten benutzt, um die Hypothese wie eine gute Popperianerin herauszufordern und hat dann, wenn man so will, ja, eine Entscheidung getroffen, weil sie gesagt hat, wenn die Daten unter der Nullhypothese hinreichend unwahrscheinlich sind. Und von Fischer gibt es das Zitat, der sagt irgendwo mal zum Beispiel p kleiner 5%. Also die Wahrscheinlichkeit, diesen oder einen noch extremeren T-Wert, sagen wir mal, eine extremere Teststatistik zu beobachten, gegeben diese Hypothese, gegen diese Nullhypothese, wenn das hinreichend unwahrscheinlich ist, dann verwerfe die Nullhypothese. Das war alles, was Fischer gemacht hat. Wenn wir da unten hingucken, was Neyman Pearson uns geben und was wir im nächsten Video uns im Detail angucken werden, ist dann schon wesentlich komplizierter. Man sieht schon, dass ich noch mehr Worte brauche und mehr Items auf meiner Liste hier, um das überhaupt erstmal aufzuschreiben, was die fordern. Nämlich, die sagen, erstens, das haben wir schon, spezifiziere ein einander ausschließendes Hypothesenpaar aus einer Nullhypothese und einer Alternativhypothese oder noch allgemeiner Hypothese A, Hypothese B. Dann lege fest, jetzt kommt was, was wir bisher überhaupt nicht besprochen haben, nämlich lege fest, welche Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht, frequentistisch, on the long run, du mit diesem Verfahren falsch zu liegen in Kauf nehmen willst. Das erinnert uns, dieser Punkt 2 erinnert uns sehr stark an Konfidenzintervalle. Richtig? Beim Konfidenzintervall hatten wir auch gesagt, wie konstruieren wir uns ein Intervall so, dass es auf lange Sicht das tut, was es soll. Wir wissen nie im Einzelfall, ob es geklappt hat, aber wir wissen, dass es eine Methode ist, die auf lange Sicht uns nicht im Stich lässt.
Das ist das, was Sie hier vorneweg von uns fordern, dass wir uns da entscheiden für ein, oder dass wir uns festlegen für eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Die heißt dann auch Alpha. Und Alpha kennen wir als Begriff aus den Konfidenzintervallen. Das ist kein Zufall, weil Neiman Pearson, vor allem Eugene Neiman, das natürlich beides in einem Aufwasch sozusagen erfunden hat. Den Hypothesentest nach Neiman Pearson mit so einem Alpha, mit so einer Alpha-Fehlerwahrscheinlichkeit und das Konfidenzintervall. So, wie geht es dann weiter? Dann käme drittens, aus dieser Festlegung über das Alpha folgt ein Wert, ein kritischer Wert nennt man das auch, in so einer T-Verteilung, ab dem wir sagen würden, wenn das, was wir jetzt gleich ermitteln, unser empirischer T-Wert extremer ist als der, dann verwerfen wir die Nullhypothese und damit automatisch beibehalten die Alternativhypothese. Sowas kommt bei Fischer gar nicht vor. Fischer hat nicht sowas wie einen kritischen Wert. Er sagt, naja gut, unter einer T-Verteilung, die ich erwarten würde, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Also war es wohl nicht diese Nullhypothese, die Daten erzeugt hat. Das ist wesentlich, wie soll man sagen, einfacher, hemdsärmlicher als dieses Vorgehen bei Fischer, ausgerechnet an der Stelle, als jetzt bei Neiman Pearson, wo ich sage, leg dich vorher fest, ab welchem T-Wert du dich für die Nullhypothese oder für die Alternativhypothese entscheiden wirst. Dann erhebst du bitte erst deine Daten, bekommst entsprechend eine Teststatistik, die du dann ausrechnen kannst und dann kannst du dich entscheiden zwischen den beiden Hypothesen. Dieses Vorgehen nach Neiman Pearson werden wir uns noch genau anschauen. Sie haben es hier nochmal auf einen Blick. Ich komme von einer inhaltlichen Hypothese, formuliere dann ein Hypothesenpaar aus Nullhypothese, das im sogenannten Verfahren des Null Hypothesis Significance Testing, das ist nicht unbedingt was, was Neiman Pearson streng genommen vorgegeben haben, aber was sich so eingebürgert hat, dazu führt, eine Nullhypothese zu formulieren, die sehr oft nicht die ist, die euch interessiert, und eine Alternativ- oder Forschungshypothese, die sehr oft das ist, was euch interessiert, aber ihr seht, ganz wichtig, ein Hypothesenpaar wird formuliert, dann die in Kauf zu nehmende Fehlerwahrscheinlichkeit Alpha festlegen, die schauen wir uns nächstes Mal noch genauer an, und dann für die Teststatistik entscheiden. Wir haben heute den T-Test für ungepaarte Stichproben mal ausgerechnet. Wir wüssten jetzt, wie wir da auch eine T-Statistik für unsere Daten bekommen würden. Hätten dann eine Teststatistik, die wir abgleichen können mit dieser kritischen Teststatistik, ab der wir uns dann, wenn die über- oder unterschritten wird, jeweils entweder für die Nullhypothese entscheiden, also die beibehalten, oder, was wir letztlich meistens anstreben, eine extremere Teststatistik zu sehen als diese kritische Teststatistik und entsprechend damit sagen, wir behalten die Alternativhypothese für dahin bei, bis auf Weiteres, und verwerfen die Nullhypothese. Das ist das, was wir uns heute anschauen wollten. Das war ein ziemlich langes Video, wo wir quasi von der Grundidee eines Signifikanztests durch bis zur sozusagen vielleicht kompliziertesten Variante, nämlich dem Neiman-Pearson-Signifikanztest, geschritten sind. Wenn Sie jetzt das nochmal Revue passieren lassen, bedenken Sie bitte, dass es alles auf dem zentralen Grenzwertsatz fußt und alles, was wir machen, sowohl unter Fischer als auch unter Neiman-Pearson, eigentlich nur, und damit ende ich heute vielleicht doch, rund um diese blaue Verteilung, die wir uns heute so oft angeschaut haben, geht. Es geht immer darum, wie würden wir erwarten, dass sich eine Teststatistik verteilt unter der Nullhypothese. Das ist das, was wir sowohl nach Fischer als auch nach Neiman Pearson benutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Wie extrem ist das, was wir beobachtet haben, unter der Nullhypothese. Das ist die ganz zentrale Idee. Damit bedanke ich mich und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.